Internationalen Topsport hoch erfolgreich mit wertvollen Gelderländer-Bewegungselementen hier über die väterliche Seite. Dann ein Stamm, der PSI-Geschichte geschrieben hat. Und da werde ich Ihnen nachher noch etwas drüber erzählen dürfen. Die berühmte Siola, die direkte Mutter hier auch des Sesuans Donnerhall aus dem Hengstaufgebot des Hauses Schockemöhle, ist hier Pate auf der Mutterseite über Sir Donnerhall Don Schufro. Ich bin sehr gespannt auf Dries und Heineken. Ja, ein ganz pompöser Rab Wallach, der, wie gesagt, das Blut des Henki trägt, ein Gelderländer, der auch in der Zucht Furore gemacht hat. Sehr schön so. Mal überstreichen. So, ist gut. Ja, siehst du. Nicht die Hände zu hoch, ein bisschen mehr zum Maul hin. So, ist gut. Prima. Auch hier eine toll getragene Galoppade schon. Sehr ausbalanciert, schon relativ gut versammelt. Schön so, Dries. Schön in sich gerade schon, gerade gerichtet. Das sieht gut aus. Gebaut im Zirkel, nochmal die Zügel ein bisschen verlängern. So. Das gleiche machst du nur auf der anderen Hand. Vielleicht gehst du durch die Mittellinie mal gewechselt und machst mal hier einfach einen Galoppwechsel. Sehr gutes Angaloppieren. Gut so. Dann gehst du auch nochmal wieder auf den Mittelzirkel und zeigst auch so, wie er sich schön balanciert, sich darstellt. Oh, ist gut. Jawohl. Tolle Galoppade, dieser Henki. Dann Übergang zum Trab, bitte, Dries, und zeigst du dir mal den Schritt, vielleicht über die Mittellinie. Jawohl, sehr gut so. Klare Fußfolge. Dann gehst du auf die rechte Hand. Und kannst du deinen schönen Vortrag beenden. Er hat auch ganz, ganz, ganz viel Talent in der Wir sammeln Lektionen. Wir werden auch ihn wiedersehen in der Handarbeit später. Gut so. So, ja, lass mal schön vor und dann. Gut, das sollen nur ein paar Tritte sein, das war alles gut, alles zu sehen. Versuch, lass noch einmal antreten, dann ist es auch okay.
Gut, sehr gut. Danke dir, Andreas. Beide hervorragend, dich gezeigt.